Schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Christopher Scheidler. Ich darf Sie im Namen von CapTrader ganz herzlich zum heutigen Webinar "Wie baue ich mir mein optimales Handelssignal im MarginaTrader" begrüßen mit Gilbert Kreuztaler. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen und das Bild ist auch gut. Ich habe schon, ja, perfekt. Ich habe schon die erste Rückmeldung bekommen. Das scheint soweit gut zu sein. Ja, Gilbert, dann würde ich an dich auch direkt das Wort übergeben. Ja, ich wollte mal fragen, ob man mich hören kann. Ja, ich höre dich sehr gut. Alles klar. Ich Ich denke, die übernehme. anderen auch. Ich schaue mal. Ja, man sieht den Agina Trader. Okay, fein. Genau. Gut. Dann möchte ich mal alle in der Runde recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar, wie baue ich mir mein optimales Handelssignal? Das ist ja jetzt die Serie, die wir regelmäßig durchführen und wo ich Ihnen ein bisschen zeige, wie man im Agina Trader im Condition Escort programmiert, wie man sich Signale baut, wie man nach denen scannt und wie man diverse Dinge damit umsetzen kann. Ich muss mich gleich vorweg bei Ihnen entschuldigen. Bin heute aufgehalten worden am Nachmittag. Bin erst gerade ins Büro reingekommen. Ich wollte mich eigentlich ein bisschen vorbereiten auf dieses Webinar heute, um Ihnen das zu zeigen. Auch gut vorbereitet zu zeigen. Leider war es jetzt letzte Sekunde, dass ich hier angekommen bin. Das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Aber ich habe doch ein bisschen etwas vorbereitet, was wir machen können. Haben wir hier eine Strategie ausgewählt, die ich mit Ihnen gerne programmieren möchte. Habt hier eine Webseite auch gefunden, wo man sehr gute Signale auch finden kann in Zukunft, die wir jetzt in Zukunft dann auch uns immer wieder gemeinsam anschauen werden, Auszüge aus diesen und diese Signale dann versuchen im Condition Escort umzusetzen. Ich werde Ihnen nochmal kurz ich schaue gerade mal, dass ich dann auch Ihre Fragen sehe. Dass mir hier nichts entgeht. Gut, okay. Wir haben ja grundsätzlich ausgeschrieben, dass wir gerne auch Anregungen von Ihnen entgegennehmen würden, um Signale zu programmieren, um Ihre Ideen, die Sie haben, umzusetzen. Wir haben zwei Anfragen bekommen. Die eine Anfrage war der Awesome Oscillator, ob man den programmieren können in diesem Webinar. Und diesen Awesome Oscillator, den sehen Sie hier darunter. Das ist natürlich über den Condition Escort nicht möglich, so etwas zu programmieren, wie wir hier haben. Der Awesome Oscillator ist eine Divergenz, oder ist nicht eine Divergenz, ist eine Differenz zwischen dem, lassen Sie mich jetzt kurz schauen, 34er und 5er SMA, genau, ja. Das heißt, eine Differenz zwischen dem SMA 34 und dem SMA 5. Und wann immer sich die beiden Linien schneiden, kreuzt dieser Awesome Oscillator hier die Nullerlinie. Und sobald er in den Plusbereich geht, erzeugt er hier mehr oder weniger ein Long-Signal. Und sobald er hier in den Minusbereich geht, wir haben hier in der Mitte die Nullerlinie, erzeugt er grundsätzlich ein Short-Signal. Das heißt, diese Signale, die hier, wenn ein Indikator zum Beispiel so etwas macht, dann kann man das über den Condition Escort programmieren. Aber den gesamten Indikator, den kann man natürlich nur über das Scripting programmieren.
Und dafür müsste man wirklich entweder selber skripten können oder jemanden fragen, der einen das skripten kann. Wir haben aber das zum Anlass genommen, dass wir einen unserer TradersYard-User, der immer wieder mal postet auf TradersYard, den sogenannten Florian, gefragt haben, ob er das in seinem Repertoire hat, und der hatte ihn und hat ihn dann aber auch hochgeladen. Und ja, auch das ist eine Sache, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, wie man einen Indikator, wenn man einen hat, wenn man den Source Code hat, hier im China Trader importiert und dann mehr oder weniger weiterverwenden kann. Also ich kenne jetzt den Awesome Oscillator, der war mir vorher nicht bekannt. Den haben wir eben von einem unserer Kunden die Anfrage bekommen, ob wir den hier behandeln könnten. Ja, wir behandeln ihn heute, aber nur die Signalgebung davon und nicht die wirkliche Programmierung dieses Oscillators. Sie können ihn aber runterladen im Nachgang. Der ist auf TradersYard drauf und ich zeige Ihnen auch, wie man das jetzt dann löst. Es wird einerseits eine, wenn wir hier zuerst programmieren, die Schnittpunkte, ich zeige Ihnen das kurz, und zwar frei hier über das, das heißt, wir werden zuerst einmal ein Long- bzw. Short-Signal hier versuchen zu erstellen, wann immer hier von der Nullerlinie die Nullerlinie durchbrochen wird. Das heißt, wenn es in die Long-Richtung geht, hier, dann entsteht hier oben ein Long-Signal. Wenn es in die Short-Richtung geht, wie zum Beispiel hier, dann entsteht hier ein Short-Signal. Das heißt, das möchten wir jetzt einmal versuchen umzusetzen. Und zwar werde ich Ihnen auch zeigen, wie man jetzt diesen Awesome Oscillator auch importiert. Und werde ihn gleich mal herunterladen über die TradersYard-Seite. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Das zweite wird dann sein, dass wir hier zusätzlich noch den RSI versuchen mit zu integrieren. Hier habe ich dann auch ein zweites Signal noch gefunden, und ich zwar, was ich Ihnen hier mal grundsätzlich zeigen werde, wo wir in Zukunft diese Signale, weil hier ist ganz eine große Ansammlung und hier können wir dann einiges gemeinsam umsetzen, wo die herkommen. Ich stelle Ihnen das mal rein in den Chat. Das heißt, Moment mal, hier Chat, so. Okay. Anscheinend habe ich keine Rechte, etwas in den Chat zu stocken. Ja, doch. Das heißt, von dieser Webseite, da gibt es einiges an Signalen, die wir in Zukunft umsetzen werden. Sollten wir keine Ideen von unseren Usern bekommen, werden wir ganz einfach hier immer wieder mal ein Signal aussuchen und das versuchen gemeinsam umzusetzen. Das heißt, hier wird sich dann eine Anzahl von verschiedenen Signalen dann ansammeln und die werden wir dann aber auch auf TradersYard hochladen und genau in diese Gruppe hineinstellen, die ich Ihnen jetzt gleich zeige. Kleinen Moment. Nein, das ist hier. So, kleinen Moment, ja. So, gut, okay, gehen wir hierher in TradersYard, wenn Sie angemeldet sind. Und zwar, ja, okay, hier haben wir schon einen Link drauf, beziehungsweise wenn Sie sich hier in diese Gruppe anmelden, werden Sie hier automatisch aufgenommen und Sie bekommen immer alles mit, wenn sich hier drinnen jemand meldet, wenn hier jemand drin etwas zur Verfügung stellt. Es ist noch ein bisschen wenig los hier. Da würden wir uns auch freuen, wenn hier ein bisschen mehr Scripting-Community sich aufbaut. Aber gehen wir hier mal rein. Und wir sehen hier, dass wir hier eine Script-Community haben und dass hier drinnen immer wieder mal auch etwas gepostet wird. Und zwar sehen wir hier genau auch
diesen Awesome Oscillator, der hier im Machina Trader programmiert worden ist. Die Beschreibung hat er irgendwo aus einem befreundeten Tool, aus einem Wiki herausgenommen. Und grundsätzlich beschreibt dieser Oscillator, das ist hier auf Englisch, ich schaue mal, ob es auf Deutsch auch gibt. Nein, gibt es nicht. Gibt es nur auf Englisch. Das heißt, es wird hier ein Histogramm aufgebaut, und zwar aus der Differenz zwischen dem 34-Perioden Moving Average und dem 5er-Perioden Moving Average, aber nicht auf dem Closing Point, sondern auf die Midpoints, das heißt auf die Median-Datenserie. Das heißt, die Median-Datenserie ist immer circa die Mitte einer Kerze, und die sagt natürlich mehr aus, weil sie mehr Stabilität gewährleistet. Das heißt, daraus resultiert dieser Awesome Oscillator, den wir jetzt grundsätzlich mal runterladen werden. Gehen wir hier rein. Ich mache hier mal, klick hier drauf. Und mache den hier mal auf. Und hier sieht man schon, dass dieser Awesome Oscillator, nehmen wir den hin, habe ich vorhin hier runtergeladen, ich lösche den mal raus, um Ihnen das zu zeigen. Das ist im Moment noch eine kleine Schwäche von Traders Yard, dass man CS-Files noch nicht wirklich hochladen kann. Das heißt, alle Dateien, die grundsätzlich mal hier auf Traders Yard gespeichert werden, wenn es Files sind, werden hier grundsätzlich als TXT-File abgespeichert. Um das in den Machina Trader zu importieren, müssen Sie dieses TXT entfernen. So, damit bleibt, werden Sie natürlich gewarnt, dass sich hier natürlich jetzt das File ändert, aber damit haben wir ein sogenanntes CS-File. Und dieses CS-File, das können Sie jetzt mehr oder weniger kopieren. Sie gehen hier auf Kopieren und, was immer, Dokumente, was immer, Machina Trader, kopieren das in Source, in User Code, dann gibt es hier Indikators und den habe ich Ihnen schon reinkopiert. Und kopieren diese Datei hier in diesen Pfad hinein. Sie sehen hier Dokumente, Machina Trader User Code Indicators. Dort kopieren Sie ganz einfach diese Datei, die Sie über hier runtergeladen haben, und zwar die eben ein TXT-Anhang hat. Dieses TXT löschen Sie, kopieren dann dieses File hier in dieses Verzeichnis hinein. Das ist mit jedem selbstprogrammierten Indikator dasselbe. Und danach aber, damit das System das auch erkennt, gehen Sie hier auf Strategien, Programmierung und Kompilieren. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn Sie hier sagen Kompilieren, dann wird aus dem Source Code baut ein bisschen, bis das fertig ist, auch ein binäres File, das dann auch als Indikator erkannt wird. Wenn wir uns das jetzt anschauen, Strategien, Programmierung, Indikator, dann sehen wir hier den Awesome Oscillator. Wenn man hier draufklickt, dann öffnet sich auch je nachdem, ob Sie es eingestellt haben, dauert jetzt ein bisschen, öffnet sich das Visual Studio. Und Sie haben jetzt mehr oder weniger den Source Code des Awesome Oscillators hier drinnen abgebildet. Das heißt, wenn das jemanden interessiert, wie man den programmiert, wie der Source Code hier ausschaut,
so finden Sie das hin. Wie gesagt, das ist von einem TraderSert-User hier zur Verfügung gestellt worden, der den hier hochgeladen und hat ihn mehr oder weniger zur Verfügung gestellt. So, grundsätzlich, dass wir mal wissen, das ist der Source Code dieses Oszillators und das können wir natürlich im Condition Escort nicht programmieren. Das ist hier rein nur, dass wir genau solche Situationen erkennen werden. Gut, okay, das heißt, das Erste, was wir hier machen, ist, dass wir jetzt mal genau diesen Schnittpunkt über den Condition Escort programmieren werden. Und zwar, wir haben immer die Möglichkeit, ein Long-Signal zu machen, beziehungsweise ein Short-Signal zu machen. Das heißt, wir werden jetzt beide bauen. Dafür gehen wir in den Condition Escort. Machen den mal auf. So. Und werden hier jetzt eine neue Condition anlegen. Und zwar, der heißt Awesome Oscillator. So, AO, sagen wir, Long. Das ist ein Long-Signal und den werden wir auch gleich, können wir gleich zuschreiben, Schnittpunkt aus einem Oscillator von unter 0 auf über 0. Okay, und da können wir dann eine Kategorie vergeben. Wie gesagt, diese Kategorie, die wir hier vergeben, das ist einerseits eine dieser Kategorien, die Sie hier schon sehen, beziehungsweise wenn Sie jetzt eine eigenartige Kategorie anlegen möchten, um Ihre selbstprogrammierten Indikatoren bzw. Signale zu finden, dann geben Sie hier ganz einfach ein selbstprogrammiert. So, und machen wir das ein, programmiert, okay, so, und sagen wir hier mal übernehmen, so, ah, okay, das ist uns jetzt noch nicht schon genommen worden, schauen wir mal, Moment, ist noch nicht, das war jetzt neue Condition, okay. Das war jetzt, ich hätte müssen jetzt schon runterziehen, war zu schnell. Das heißt, AO Long, Beschreibung, kreuzt, AO kreuzt, Nulllinie von unten nach oben, dann ist es klarer auch. Und hier gehen wir ein, selbstprogrammiert. Gut, okay. Jetzt machen wir es aber, jetzt nehmen wir auch diesen Indikator her und den finden wir jetzt unter den programmierten Indikatoren. Und zwar, der hat keine Kategorie bekommen und deswegen finden wir ihn mal hier unter keine Kategorie. Hier drinnen sieht man dann auch die verschiedenen Kategorien, das heißt hier auf diesem Rechner, auf diesem China Trader habe ich das COT-Package hier geladen und hier sieht man halt die COT-Indikatoren auch, die programmierten, die kann man dann im Source Code natürlich nicht anschauen, aber diesen Awesome Oscillator kann man hier anschauen. So, okay, und jetzt schauen wir mal, jetzt lassen wir uns mal überraschen, was der grundsätzlich so zu bieten hat und wir ziehen den hier mal runter. Der Awesome Oscillator, wenn man ihn hier anklickt, dann sieht man, welche Datenserien er hat. Und zwar sieht man grundsätzlich mal den Awesome Oscillator. Dann sieht man den AO- und den AO+. Das heißt, wir wollen jetzt mal
rausfinden. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal den Awesome Oscillator selbst und versuchen mal hier ein Signal zu bekommen. Und zwar geht das ganz einfach so, wir wollen dann ein Signal haben, wenn der Awesome Oscillator von unter 0 auf über 0 kreuzt. Das können wir eigentlich relativ schnell machen. Und zwar können wir diese, schauen wir mal, was hier funktioniert. Wir haben hier genau diese Linie, die höchstwahrscheinlich von die ganze Schwankungen hier mitnimmt, oder besser gesagt die Minus- und die Plus-Serien. Und wenn wir hier ganz einfach eingeben, Cross Above, das heißt CRA, das heißt Cross Above, das heißt auch, also auf Deutsch, Cross Above über die Nulllinie. Nein, das geht nicht so. Unter Null, kleiner Moment, nein, das können wir nicht machen. Wir müssen das so machen. Okay, wenn der Awesome Oscillator, und zwar 1 zurückliegend, genau, so geht's, 1 zurückliegend kleiner als 0 ist, das heißt, wir haben hier ja die Auswahlmöglichkeiten, dass wir sagen, das ist hier die, hier können wir bestimmen, wie der Wert zu vergleichen ist. In dem Fall gehen wir hierher auf Wert, Anzahl bzw. Value auf Englisch und sagen hier, wenn der kleiner als 0 ist, und zwar der zurückliegende, der 1 zurückliegt. Um das hier nochmal zu verdeutlichen, wir wollen ja hier herausfinden, ob dieser Wert hier größer ist als größer 0 ist und der unter 0 war. Das heißt, genau diesen Schnittpunkt wollen wir hier finden und deswegen müssen wir sagen, wenn der zurückliegende Bar, sollte jetzt dieser hier gefunden werden, wenn der zurückliegende Bar, und zwar der hier, kleiner als 0 ist und, nehmen wir den nochmal, der Awesome Oscillator, wenn der, nein, das ist nicht der Minus, sondern wir müssen hier, und hier sehen Sie wieder, vorgeschlagen wird hier grundsätzlich immer der, der hier auf True gestellt ist. Um jetzt den hier jetzt umzustellen, wählen Sie ganz einfach den hier aus, das heißt, das ist hier die Hauptlinie, und damit ändert sich auch hier der die Datenserie, die hier wirklich gemeint ist. Weil dieser Awesome Oscillator, der hat genau die Plus-Serie, der hat die Minus-Serie und der hat genau die Plus- und Minus-Serie hier drinnen. Okay, so, dann sagen wir hier, wenn der größer als 0 ist, und damit sollte eigentlich dieses Signal schon fertig programmiert sein. Wir stellen hier ein Long, das heißt, es ist ein Long-Signal, und schauen uns mal an, was hier wirklich passiert. Okay, übernehmen. Damit wird hier wieder kompiliert, damit wird hier die Signalgenerierung hergestellt, und jetzt schauen wir an, ob das auch wirklich so zutrifft, wie wir das hier programmiert haben. Ich schaue jetzt mal, ob es Fragen gibt dazu. Ich nehme mal an, gibt es das auch in Deutsch? Ich nehme mal an, die Links sind hier auf, nein, also diese Signale, die wir hier programmieren, ich habe diese Webseite, die gibt es nur in Englisch, die gibt es nicht in Deutsch. Aber wir werden sie in den nächsten Wochen immer wieder durchmachen. Und Fragen zur Limit Order, ja, bitte zum Schluss. Da werde ich noch auf Fragen eingehen, wie man hier, wenn es Fragen zur Limit Order gibt, beziehungsweise Fragen rund um den China Trader, werde ich dann zum Schluss noch drauf eingehen. Okay, gut. Dann schauen wir hier mal rein und wir sehen hier Conditions.
selbst programmiert. Wir haben hier den Hour Long. Reden mal aus hier, übernehmen. Sehen, da ist ein Problem. Okay, das ist der Oszillator, der funktioniert irgendwie. Das ist genau das, was ich befürchtet habe, weil ich mich nicht darauf vorbereiten konnte. Wir schauen uns den nochmal an. Wieso, dass der jetzt hier überall auf Plus ist, aber er soll eigentlich nur hier ein Signal geben. Da müssen wir uns jetzt halt mit dem herumspielen. Wird auch Ihnen mal passieren, dass Sie hier dann auch einen Indikator interpretieren müssen und man hier dann sich herumspielen muss, wie man den wirklich auf die Reihe bekommt. Okay, gut. Ich schaue mir jetzt nochmal den Source Code an. Wann welcher Wert gesetzt wird, beziehungsweise welchen wir hernehmen können. Schauen wir uns den nochmal an. Das sind oft Schritte, die muss man einfach durchmachen, um wirklich, das sieht man auch, das wird Ihnen auch wahrscheinlich auch passieren, dass Sie hier dann sich auch mal den Source Code anschauen müssen, um wirklich zu verstehen, wie ein bestimmter Indikator dann auch programmiert ist. Awesome, SMA, Median, okay. Hier sieht man auch, dass wir hier eine bestimmte Datenserie verwenden, und zwar die Median-Datenserie und nicht die Close-Datenserie. Set awesome, das heißt, eigentlich müsste der, awesome ist, kein kleiner 0, und größer 0. Dann müssen wir es mit dem, lassen wir das mal offen. Machen wir den Condition Escort wieder auf. Wählen den hier aus. Ah, okay, jetzt weiß ich, was los ist. Kleiner 0. Übernehmen. Jetzt müsste es hinkommen. Genau. Jetzt haben wir es. Das war der Fehler. Ich habe beide auf größer 0 gesetzt. Das ist natürlich jetzt diese Linie der AO1 zurückliegend. Das heißt, um das sich das hier nochmal anzuschauen, ist genau das hier auch dieser Balken hier muss über der Nulllinie sein. Hier in der Mitte haben wir die Nulllinie. Das wird hier auch damit auch abgehandelt, dass wir hier eingehen, ist kleiner 0. Und der nachfolgende Balken, der hier ist kleiner 0 und der nächste ist größer 0 und damit bekommen wir hier ein Signal. Jetzt können wir noch einstellen natürlich, ob dieser, dass wir diesen Wert auch im Chart sehen. Gehen Sie ganz einfach hierher, Pfeil, klicken diesen Pfeil an und sagen hier nochmal übernehmen. So, jetzt bekommen wir hier auch das Signal und jetzt lösche ich mal alle anderen Linien hier raus, damit es für Sie auch klar ersichtlich ist. So, und was wir jetzt noch machen, ist, wir nehmen jetzt diese beiden SMAs mit rein, damit wir auch sehen, dass das wirklich auch stimmt, was wir hier gesehen haben. Das heißt, wir nehmen jetzt hier den SMA, damit Sie auch verstehen, was mit der Median-Datenserie gemeint ist.
wir nehmen hier, und Sie sehen hier, wenn Sie den hier rüber, mit rüber nehmen, ist grundsätzlich eben sehr Single Moving Average, das heißt gleitender Durchschnitt mit der Close-Serie und mit 14 Perioden zurückliegend. Wenn Sie aber jetzt hier nicht die Close-Serie verwenden möchten, sondern die Median-Serie, so haben Sie hier die Möglichkeit, genau, und ich zeige Ihnen das nochmal, damit Sie es auch wirklich sehen, und zwar haben Sie hier bei jedem Indikator, der wird grundsätzlich ausschließlich auf die Close-Serie berechnet. Und bestimmte Indikatoren will man eben nicht auf die Close-Serie berechnen. Und wenn Sie hier dann draufgehen, auf Eingabeserie, hier draufklicken, haben Sie hier verschiedene Datenserien, die Sie auswählen können. Das heißt, Sie können hier auswählen die Open, die High, die Low, die Close, die Volume und hier haben wir die Median. Wählen wir die mal aus. Damit sehen Sie auch schon, es hat sich hier auch schon geändert. Und wir wollen jetzt hier die 34er haben und nehmen die mal blau, nehmen hier die gelb und das hier soll der 5er gleitende Durchschnitt sein. Bin ich auch gespannt, ob es auch richtig programmiert ist. Und das soll auch wieder auf die Median-Datenserie gehen. Das heißt, die Median-Datenserie ist natürlich eine stabilere Serie, weil es immer den Mittelwert heranzieht. So, jetzt machen wir hier auch wieder übernehmen. Machen wir andere Farbe. Ich werde auch unten die Signalfarbe ein bisschen anders machen. Plot Color, nehmen wir hier die rote. Genau, so. Und hier sieht man genau, wie dieser Indikator sich hier unten berechnet, damit man auch versteht, wie sich solche Indikatoren wieder programmieren. Die gelbe Linie ist der Single Moving Average 34 und der rote ist ein relativ schneller, das ist der 5er. Wie gesagt, nicht auf die Schlusskurse berechnet, sondern auf die Median-Kurse berechnet. Und man sieht hier in dem Fall, wie sich der Wert hier über diese Linie kreuzt und damit kommen wir in diesen Bereich hier, machen wir das besser an, mal kurz über den 34er gleitenden Durchschnitt und wir haben hier auch mehr oder weniger diese kurzen Ausbruch über die Nulllinie. Dasselbe natürlich wieder in dem Fall. Wir sind hier kurz darunter gefallen. Das wird hier mit dem Bar auch angezeichnet, aber gleich darauf geht das wieder über diese Linie hinweg. Und genau das kann hier dieser Awesome Oscillator, was immer er kann. Ich halte grundsätzlich persönlich nicht sehr viel vom Indikatorenhandel, rein sich nur auf Indikatoren zu verlassen, aber anscheinend ist der hochgelobt. Wird viel verwendet und vielleicht kann man damit auch wirklich dort und da den einen oder anderen Euro aus dem Markt ziehen. Aber wie gesagt, es geht ja jetzt nicht nur um den, sondern einfach damit Sie auch verstehen, wie man bestimmte Signale auch programmieren kann. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt in dem Fall mal das Long-Signal programmiert. Jetzt geht es natürlich, wir möchten auch gerne die Short-Signale haben, weil wir sehen hier nur immer die Signale, die in die Long-Richtung zeigen. Um das auch Short zu programmieren, Doppelklick hier auf einen Indikator, öffnet immer das Indikatorfenster. Wir gehen rein, ja, und das ist sind die Long-Signale. Deswegen stellen wir sie auch um. Jetzt ist auch unten grün, jetzt sieht man sie besser. Und jetzt programmieren wir das Gleiche auch in die Short-Richtung. Das heißt, Strategien, Programmierung. Wir gehen hier auch wieder auf den Condition Escort. Kann man natürlich auch hier oben aufmachen. Wir wollen den AO Short programmieren. Das ist auch ein Short-Signal, Beschreibung, wenn der Awesome Oscillator
die Nulllinie von oben nach unten. Kreuzt. So, gut, Kategorie selbstprogrammiert. Jetzt haben wir sie schon drinnen, jetzt können wir sie schon auswählen. Wir wollen natürlich auch einen Pfeil sehen, zusätzlich zur, was Sie natürlich noch machen können, ist das, dass Sie auch hier die Kerze färben können, damit man sie besser erkennt. Später, das werden wir gleich sehen, beziehungsweise einen Text hier eingeben, beziehungsweise auch im Scanner eine andere Farbe geben. Das zeige ich Ihnen dann auch noch, wie sich das hier auswirkt. Gut, okay. So, grundsätzlich wollen wir jetzt einmal das Short-Signal programmieren. Auch hier wieder, wir gehen auf den Indikator. Auf die programmierten Indikatoren. Wir wählen uns wieder den Awesome Oscillator aus, ziehen den herunter. Jetzt ist es schon eine Routine-Sache. Wir wählen hier den Awesome Oscillator aus. Wir sagen, wenn der vorhergehende größer 1 ist, größer 0 ist, also einfach das Signal am Kopf gestellt, mehr oder weniger, ziehen hier rüber. Wenn der Awesome Oscillator wiederum hier die Hauptlinie hier auswählen, True, kleiner 0 ist. Das heißt, wir wollen genau die hier finden, die von oben nach unten gehen. Wir haben hier natürlich einen Markt, der relativ stark in die Long-Richtung zieht. Short-Signale muss man natürlich immer dann nehmen, wenn sie, wenn man auch in einem Short-Markt sich befindet. Wie zum Beispiel hier, den werden wir genau finden hier. Wir werden hier ein Signal bekommen, wir werden hier ein Signal bekommen und so weiter. Das heißt, na, hier, doch hier und hier wieder. Gut. So, wieder rüberziehen. Wenn der größer war und der nächste kleiner war, genau, übernehmen. Wir kompilieren wieder. Und jetzt müssten wir eigentlich die Short-Signale hier auch sehen. Wir nehmen die Conditions, selbstprogrammiert, Short, wählen hier aus, wir haben hier den Long, den Short drinnen. So, die zeigen natürlich nicht nach unten, diese Signale unten, die zeigen immer 1. Wir wählen hier auch die Short-Farbe aus, so, übernehmen und bekommen jetzt hier genau die Condition, und da sieht man wieder immer wenn eine Condition, eine Bedingung wahr ist, dann gibt sie 1 aus, egal ob jetzt long oder short ist, wir bekommen hier 1, und wenn sie nicht wahr ist, dann haben wir hier 0. Und hier bekommen wir genau wiederum, Moment, ja, genau diese Signale, den hier, wenn der hier in die Short geht, lassen Sie mich schauen, das passt mir jetzt. Der stimmt, ja. Der stimmt auch, ja. Der stimmt auch. Das heißt, wir bekommen genau jetzt hier diese Signale. Schauen wir uns das nochmal an. In Condition Escort. Ich werde übrigens diese Signale auch hochstellen, genau in das Scripting, in das Traders Yard Community hinein, dass Sie sie auch runterladen können. Das heißt, Sie müssen sie jetzt hier nicht nachprogrammieren, sondern ich werde im Nachgang diese Signale, die wir heute programmiert haben, der Awesome Oscillator ist ja oben, das werde ich auch hochstellen. Das heißt, Sie können die ganz einfach auch importieren dann, wie alle anderen. Aber, nur um das auch klarzustellen, die Conditions, die wir heute programmieren, kleinen Moment, zeige ich Ihnen gleich auch, wo die hinkommen. So, die kommen hier unter Scans rein. Das heißt,
wenn Sie Conditions haben, die Sie wiederverwenden möchten, die Sie importiert haben, dann müssen Sie sie hier in den Scans-Ordner reingeben. Das heißt, Dokumente, Agena Data, User Code Scans, damit bekommen Sie, dort spiegeln Sie genau diese Conditions hin, die Bedingungen, die 0 oder 1 zurückgeben. Die anderen, die Indikatoren, müssen Sie hier hineingeben, wie den Awesome Oscillator. Der ist im Indikators-Verzeichnis drinnen und den müssen Sie dort einspiegeln. Und die Conditions, die 1 oder 0 zurückgeben, die kommen hier unter Scans rein. Das heißt, hier sind die Conditions. Okay? Gut. So. Nochmal anschauen, nur zur Erklärung. Der vorgehende, wir haben hier den Awesome Oscillator, da ist die Hauptserie, die vorhergehende Serie ist, oder der vorhergehende Wert, deswegen haben wir hier Bars Ago 1 eingegeben, das ist der hier, ist über 0 und der nächste Bar hier, das heißt, das ist der Index 0, das ist immer der aktuelle, der ist kleiner 0, sehen wir hier. Und daraus resultieren genau diese Signale. Jetzt müssen Sie natürlich selbst entscheiden, wollen Sie dieses Signal so handeln oder nicht, oder wie auch immer. Hier haben Sie grundsätzlich mal ein Basissignal, das Sie anwenden können und dann noch natürlich verfeinern können. Macht natürlich Sinn jetzt, das hier auch noch zu erweitern. Und jetzt schaue ich gerade mal hinein, was hier noch beschrieben ist, wie man den noch erweitern kann. Ziehe das mal rüber. Awesome Oscillator, okay. Hat der 14er RSI, war der über den 70er Level, hat sich darunter, bewegt sich darunter, also kleiner als 70. Okay, das heißt, was man empfiehlt, ist das, dass dieses Signal dann angewendet wird, zum Beispiel im Short, wenn der RSI über, versuchen wir das umzusetzen, ob wir den hinkriegen. Ich blende mal den RSI ein, den RSI 14. Mal hier übernehmen. So, das heißt, was empfohlen wird, ist, dass wir sehen ja hier im RSI, das wird jetzt schwieriger umzusetzen, wir sehen im RSI, und zwar da möchte ich jetzt auch noch gleich hinweisen, es war hier nämlich, vielleicht ist auch hier der Agena Trader User drinnen, der uns eine Anfrage gestellt hat bezüglich eines Signals, und zwar Divergenzfindungen. Das ist auch so eine Sache, dass Sie haben ein Signal programmiert und Sie möchten es aber, dass nur wenn eine Divergenz hier auftritt. Diese Divergenzen, die bringt man über den Condition Escort auch nicht zustande. Das heißt, hier gibt es ganz bestimmte, das muss man programmieren. Es gibt einen Divergenzfinder, den wir haben, der diese Divergenzen erkennen können. Das Problem ist über den Condition Escort, wir können immer nur auf einzelne Kerzen zurückgehen, wir können nicht komplette Serien miteinander vergleichen und die Divergenzen sind relativ kompliziert und das ist für den Condition Escort selbst nicht gedacht, dass man Conditions beim RSI findet zum Beispiel. Das ist eine Sache, da müssten Sie entweder den AQ-Divergenz-Detektor raus, also sich buchen bei uns, dann der kann hier Divergenzen feststellen. Über den Condition Escort werden Sie hier nicht weiterkommen, weil Divergenzen über den Condition Escort nicht programmierbar sind, weil sie einfach zu komplex sind. Aber dieses Signal hier, Long-Signale, sollen dann verwendet werden, wenn der RSI unter der 30er Linie war und ansteigt, beziehungsweise Short-Signale
sollen dann verwendet werden, wenn die RSI über der 70er-Linie war und nach unten fällt. Das wird jetzt kompliziert. Da muss ich jetzt überlegen, wie wir das machen können. Da wird es wahrscheinlich... Haha. Das heißt, das ist hier nochmal durchzulesen. Hat der 14er... Yes, has it turned below the level? Mhm. Red Histogram Bar. Ah. Okay. Gut, dann versuchen wir das mal so umzusetzen. Das heißt, das Signal wird jetzt schwierig werden. Das wird nicht ganz einfach. Machen wir eine neue Condition. Das ist jetzt AO RSI Short. So, AO Short, wenn RSI fällt, wiederum in die gleiche Kategorie, in die selbstprogrammierten. So, okay. Wir wollen einen Pfeil sehen. Jetzt haben wir bereits, und zwar das ist auch gut zu sehen jetzt, jetzt haben wir bereits eine Condition programmiert. Und zwar die können wir jetzt auch heranziehen. Wir haben hier selbst programmiert und jetzt müssen wir genau diese, das kann ja sein, dass das hier zum Beispiel eine Condition ist, die relativ komplex ist. Schauen wir uns mal eine Condition an, die sehr komplex ist. Ich gebe das jetzt dann nochmal ein, aber nur, dass ihr auch sehen, dass es Sinn macht, dass man sich kleine Conditions baut. Und zwar immer nur, die eine bestimmte Funktionalität haben und die dann wieder verwendet. Schaut man sich zum Beispiel jetzt Reversal Bars an, so sehen Sie, dass die teilweise relativ komplex sind. Jetzt, wenn Sie diese Logik des Reversal Long Bars in einer anderen Condition wiederverwenden möchten, dann ist es natürlich relativ fehleranfällig, dass hier Sie einen Fehler machen bei der Eingabe, beziehungsweise, dass sich einmal der Ansatz, beziehungsweise die Logik, Ihre eigene Logik für einen Reversal Bar ändert und Sie denn aber natürlich, wenn Sie dann in zehn unterschiedlichen Conditions immer wieder den gleichen Rattenschwanz an Kriterien drinnen haben, natürlich überall ausbessern müssen. Da entsteht eine große Fehleranfälligkeit. Und aus diesem Grund soll man seine Conditions immer so klein und so einfach als möglich halten, aber dann diese Conditions wieder verbinden. Das heißt, wir gehen jetzt wieder her. Gehen wir es nochmal ein. Wollte ich das nur kurz einwerfen. Das heißt, hier haben wir den AO RSI Short. Short-Signal, wenn AO Short und RSI fällt. Kategorie selbst programmiert, haben wir vorhin schon gehabt. Gut. Jetzt können wir mal grundsätzlich schon sagen, wir haben das einmal programmiert, wir wissen das, dass der funktioniert. Jetzt nehmen wir ganz einfach den herunter und sagen, wenn der AO Short im Moment größer 0 ist, das heißt 1. Ziehen das hier rüber. Größer 0 heißt 1 oder was auch immer der hergibt. Einen kleinen Moment. Wir haben hier ein paar Nebengeräusche, ich mache gerade die Tür zu.
So, damit haben wir mal grundsätzlich gewährleistet, dass diese, und wann immer dieser AO-Short geändert wird, dann wird das automatisch hier auch mit einbezogen in dieses Kriterium. Und jetzt können wir zurückgehen und probieren wir ganz einfach herauszufinden, ob der RSI vor innerhalb der letzten 5 Kerzen über 70 war. Oh, wie machen wir das? Das ist N was before. Was haben wir hier drinnen? Max. Genau, das können wir über den hier versuchen. Wo ist der Max, Max, Max? Maxi, wo bist du hier? So. Und Max? Und zwar Eingabeserie. Hier, okay, jetzt muss ich selber zum Spielen anfangen. Das wird jetzt spannend. Was wir herausfinden wollen, ob dieser innerhalb der letzten, sagen wir, 10 Kerzen größer als 70 war. Das heißt, wir nehmen hier jetzt nicht eine Open High Low Close Serie dafür, sondern wir nehmen den Indikator. Wir wollen ja herausfinden, ob der RSI, wie der zum Beispiel, jetzt innerhalb der letzten 10 Kerzen, wo wir ein Signal bekommen haben, oder nehmen wir 15 Kerzen, wie auch immer, können wir dann herumspielen, irgendwann mal über der 70er Linie war. Und das, dafür können wir den Max-Indikator dafür heranziehen, weil der gibt mir immer den Maximalwert aus, den eine Datenserie erreicht hat, innerhalb einer bestimmten Zeit. Hoffe ich zumindest. So, wir wählen jetzt hier aus, und zwar nochmal, wir wollen ja hier nicht die Close-Serie, die hier grundsätzlich die Eingabeserie ist, sondern wir wollen hier den Maximalwert des RSI haben. Und deswegen gehen wir hier auf Indikatoren, wählen uns hier den RSI aus. RSI 14, der wird herangezogen. Das ist auch der, den wir hier unten sehen. Sagen wir mal okay. Und damit sehen Sie auch schon, dass hier im Max-Wert der RSI eingeblendet worden ist und nicht mehr der Close-Wert. Nicht mehr der Close. Also der Close wird natürlich für den RSI herangezogen, aber für die Max-Berechnung wird hier der RSI-Wert herangezogen. Und wir sagen hier, innerhalb der letzten 20 Kerzen, wenn der Maximalwert größer 70 war. So, hier größer 70. Und eigentlich müsste es das schon gewesen sein. Jetzt schauen wir mal, was dieses Ding hier ausgibt. Da bin ich jetzt selber mal gespannt, welche Signale wir hier bekommen. Übernehmen, okay. Nein, das war jetzt... Okay, gut, wir haben jetzt den AO Short verändert. Denke ich mir. Haben wir das... Wir haben jetzt nicht den AO Short. Das war jetzt ein Fehler bei mir, selbst programmiert. AO Long, RSI Short. Doch, nein, der passt schon. Der AO RSI Short ist das jetzt. Nehmen wir die anderen raus. Oder lassen wir es drinnen, deswegen auch. Und lassen wir uns mal überraschen, was dieses Signal jetzt bringt. Wir haben wieder Conditions. Wir haben selbst programmiert. Übernehmen und schauen. Was wir hier bekommen. Und eigentlich bekommen wir hier dieses Signal. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Das Regelwerk sagt so aus, dass genau der herangezogen werden soll. Schauen wir, ob wir noch irgendwo andere Signale finden. Nein. Müssen wir schauen, aus welchem Grund. Weil der RSI relativ selten über die 70er Linie gegangen ist. Wir versuchen das jetzt auch noch und wir hier keine Signale bekommen
vielleicht, wenn wir, ja, ein Signal zu finden, macht jetzt keinen großen Sinn. Probieren wir auch jetzt mal die Long-Richtung. Vielleicht kommen ganz einfach keine Signale. Das heißt, das hätten wir bekommen, das wäre nicht sehr erfolgreich gewesen, dieses Signal. Versuchen wir, das ist der ist hier nie über den RSI-70 gegangen. Das heißt, man kann hier natürlich herumspielen und im Backtesting herausfinden, dass vielleicht nicht der RSI-70 die richtige Linie ist, sondern der RSI-60 oder wie auch immer. Aber nur, dass Sie sehen, wie man hier an diese Problematik bzw. an dieses Signal herangeht. Das ist nochmal ein beschriebenes Signal, das hier auf dieser Forex Trading Strategies for You.com zu finden ist. Und genau das probieren wir jetzt. Und jetzt probieren wir auch noch die Long-Richtung. Das heißt, Strategien, Condition Escort. Wir programmieren jetzt den AO. RSI Long, der in die Long-Richtung gehen soll. Stellen wieder den unter selbst programmiert, wollen auch einen Pfeil sehen, das haben wir vorher nicht eingestellt, und wählen jetzt wieder aus. Wir haben hier die Conditions, wir haben hier die selbstprogrammierten und wir wollen jetzt in die Long-Richtung das Gleiche nur wieder am Kopf gestellt programmieren. Das heißt, wir ziehen ihn wieder runter und sagen, wenn der AO Long größer 0 ist, das heißt, wenn er einen Spike ausgibt, wenn er hier sagt, okay, ich treffe hier zu, genau diese Situation. Das möchten wir programmieren. Dann gehen wir auf wiederum Wert und wählen hier aus, wenn der AO Long größer 0 ist. Das heißt, der ist 1, 1 ist immer größer, natürlich größer 0 und das würde mal zutreffen. Und jetzt wiederum die gleiche Herangehensweise, aber nur mit dem RSI, wenn er unter der 70er, unter der 30er Linie war. Das heißt, genau diese Situationen, die Signale, die nachfolgend kommen, wenn genau hier so eine Situation zugetroffen ist. Und wir waren unter der 30er Linie. Kann natürlich die 35er sein, kommt das Backtesting darauf an, wie man sich das am besten einstellt. Wie gesagt, das ist hier die offizielle Version. Indikatoren, RSI. Wo ist er? Da. Nein, Max. Max, wiederum, wir wollen nicht die Close-Serie, sondern wir wollen den RSI 14 hier mit einbeziehen. Das heißt, wir klicken hier wieder drauf. Wir gehen auf Eingabeserie, klicken hier aufs Icon, bekommen dieses Pop-up, wählen diesen Indikator aus. Und zwar den RSI. Passt, so wie er eingestellt ist. Damit haben wir jetzt wieder ein Nein. Max stimmt hier nicht. Wir wollen ja den kleinsten Wert ausfinden und nicht den größten. Dafür müssen wir Min nehmen. Löschen wir das. Wir nehmen den Min-Wert. Und zwar, wir wollen herausfinden, ob der minimale Wert aus dieser Serie kleiner als 30 war. Deswegen darüber muss es der maximale Wert sein, deswegen nehmen wir den Max-Indikator. Wenn wir darunter herausfinden wollen, dann nehmen wir den Min-Indikator. Wenn Min kleiner, hier aber die Eingabeserie, wie wir schon gesagt haben, ist der RSI. So, ausgewählt, RSI, kleiner, wiederum 30. So,
Jetzt schauen wir, lass uns wieder überraschen, was hier rauskommt. AO Long ist größer 0, das heißt, wir bekommen ein Signal. Min RSI kleiner 30, sollte passen. Dann geben wir hier wieder eine rote. Weil das ja ein Short ist. So. Das hier. Ah, genau. Und wir wollen auch noch jetzt uns die Long-Signale anschauen. Conditions. Selbstprogrammiert. AO RSI Long. Übernehmen. Hier bekommen wir ein Signal. Machen wir das grün, sieht man es auch besser. Okay, das heißt, wir haben hier ein Signal bekommen. Machen wir die mal weg. Sie sehen auch, die treffen auch überein hier. Müssen Sie auch, oder? Weil wir genau diese Condition hier wieder verwendet haben. Das heißt, genau in diesem Fall haben wir ein Long-Signal bekommen. Der Markt geht hier rauf. In dem Fall haben wir ein Short-Signal bekommen, auch wieder übereinstimmend mit dem Short-Signal, nur halt mit den Kriterien des RSIs. Und in dem Fall war es halt nicht erfolgreich. Ja, okay. Grundsätzlich, sage ich mal, haben wir heute jetzt zwei Signale programmiert. Wichtig ist es natürlich zu verstehen, die Herangehensweise. Wenn man eine Idee hat, wenn man irgendwo im Internet liest, was man gerne umsetzen möchte, eine interessante Idee, so sehen Sie, dass Sie über den Condition Escort wirklich extrem viele Möglichkeiten haben, sich wirklich komplexe Signale auch umzusetzen. Man muss halt nur wissen, welche, schauen wir uns das nochmal an, welche Kriterien man verwendet, um im Endeffekt dann genau das rauszubekommen. Aber Sie müssen nicht mehr programmieren können. Sie müssen nur verstehen, was die unterschiedlichen Indikatoren machen. Hier haben wir ganz einfach den zwei Indikatoren, den Awesome Oscillator mit dem RSI vermischt. Zusätzlich noch haben wir gesagt, wenn der RSI in der Vergangenheit mal irgendwo drüber war. Und man sieht hier, dass es über diese vielen Möglichkeiten, die Sie hier haben, über Indikatoren, importierte Indikatoren, importierte Conditions und was auch immer, extrem viele Möglichkeiten haben, sich Ihr Signal zu bauen. Das sind immer wieder kleine Beispiele, die wir jetzt bringen. Hier wollen wir hauptsächlich schulen und Ihnen näher bringen, wie Sie hier den Condition Escort wirklich einsetzen können. Ich schaue jetzt mal schnell auf die Fragen. Zur Frage, kann man auch Fragen zu Limit-Order stellen? Okay, da komme ich dann später noch dazu. Aber stellen Sie schon mal rein, Herr Schulz, stellen Sie schon mal die Frage rein. Ich werde dann versuchen, dann darauf zu antworten. Wann kommt die 2.7er? Wir werden, ich nehme mal an, mit der 2.7er Version nächste Woche in die Beta-Phase gehen. Das heißt, hier kommen dann regelmäßig 2.7er Updates im Beta-Modus. Offiziell, die erste offizielle Release der 2.7er werden wir, ich nehme mal an, Mitte Januar machen. Kommt darauf an, wie die Beta-Phase verläuft. Aber im Moment wird sie schon von vielen Leuten verwendet, die 2.7, und wir bekommen eigentlich keine
negativen, hauptsächlich positive Rückmeldungen drüber. So, okay. Zur Frage Ichimoku auch. Ja, also man kann natürlich jeden Indikator, der irgendwelche Linien hat, kann man hier verwenden und einsetzen, in welcher Form auch immer. Michael, wann kommt denn ein Volatility-Indikator impliziert und historisch? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist das bezogen auf Optionen? Ich nehme mal an, wir sind am Options-Advanced, an der Weiterentwicklung, also das heißt, wir haben jetzt in der 2.7 die Basis und wir werden in Zukunft jetzt, weiß nicht ganz genau, 2.8, wie auch immer, hier Weiterentwicklungen für Optionen machen, die als, wo es verschiedenste Indikatoren und auch grafische Darstellungen geben wird, wenn diese Frage auch Optionen bezogen war. Ist alles sehr umfangreich, ja, das stimmt. Bitte nicht verwirren lassen mit dem, was ich hierher zeige. Man kann natürlich mit dem Machine Trader ganz normal handeln. Dafür ist die Mercury-Version auch gedacht. Herr Hodap, es wird, wo kann ich Installationen, erste Einrichtung, Hilfe bekommen? Grundsätzlich sage ich mal, wir haben sehr viele Webinare aufgezeichnet, wo Sie auch sehen, wie man den Machine Trader einrichtet. Wenn Sie wirklich weitergehende Schulung brauchen beim Einrichten des Agena Traders, so gibt es auf unserem Shop ein Setup Service und über diese Setup Service werden Sie an den Herrn Carsten Berger weitergeleitet und der kann Ihnen dann, wird Ihnen dann mal nach Ihren Wünschen den Agena Trader einrichten. Wir werden aber gleich hier vorausgeschickt im Januar wieder mit regelmäßigen Donnerstagabend Agena Trader Fragen, Antworten, Webinar beginnen und wir werden einmal wöchentlich auch eine Installationsschulung machen. Das Ganze beginnt ab Mitte Januar und dann werden wir natürlich darüber informieren und da bekommen Sie dann auch Hilfe für Einrichtungen und alles, was Sie brauchen, beziehungsweise auch zwei wöchentliche über unsere eigenen Channels Fragen, Antworten, Webinare. Wo finden wir den Divergenzfinder? Einen kleinen Moment. Der ist ziemlich smart, dieser Divergenzfinder. Den finden Sie auf... Okay, da bimmelt mich immer Dinge an. So. Indikators, Add-ins, Add-ons. Divergenzdetektor, ja, der ist halt hier drinnen, kostet halt eine Kleinigkeit, aber der ist wirklich extrem gut, findet sehr viele Divergenzen heraus, den können Sie natürlich auch mal testweise haben, zeige ich Ihnen auch gleich, wie das funktioniert, wie man verschiedene Indikatoren sich auch testweise holen kann, wenn man sie sich anschauen möchte, beziehungsweise auch Add-ons, da können Sie My Account, das ist jetzt in der 2.7 neu, das gibt es in der 2.06, die Sie hier haben, noch unter Lizenz, unter Support-Lizenz. Hier in der 2.7er ist es unter My Account. Und da hätten Sie hier die Möglichkeit, dass Sie hier eine Demo ganz einfach anfordern, hier draufklicken. Okay, ich habe den schon mal gehabt, anscheinend kann ich nicht nochmal testen. Aber grundsätzlich würde das hier so funktionieren, dass Sie diesen Divergenzdetektor hier über Demo anfordern, sich reinladen können, auch dafür einen Demo-Schlüssel bekommen und sich den mal hier einen Monat lang in aller Ruhe anschauen können, was der eigentlich so kann. Das heißt, hier haben Sie sehr viel an Hilfe,
und Funktionalität drinnen. Gut. Nächste Frage. Herr Schwager, ja, ich möchte gerne ein Signal bekommen, wenn zum Beispiel vier grüne bzw. vier rote Kerzen hintereinander kommen. Ja, ohne das jetzt zu erklären, würde ich das im Condition Escort gehen, kann ich ganz kurz herzeigen, dafür gibt es einen Indikator, den Sie im Condition Escort verwenden können. Condition Escort, dafür sind wir ja heute da, damit Sie das auch sehen. Und zwar gibt es den sogenannten N-Bars Down. Dieser hier. Und über den hier können Sie genau solche Dinge auch machen, dass Sie sagen, wie diese Kerzen genau ausschauen sollen. Und zwar, das heißt, Sie können sagen, sollen drei, vier Kerzen, sollen die ein lower, also ein tieferes, alle ein tieferes hoch haben, alle ein tieferes tief haben, beziehungsweise sollen grundsätzlich nur die Kerzen hintereinander rot sein. Dann stellen Sie das hier und die anderen hier weg, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel ein High höher ist, aber es trotzdem eine rote Kerze ist, beziehungsweise ein Low nicht dieses Tief erreicht und so weiter. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeiten, sich das alles hier einzustellen, wie Sie es brauchen, wie Sie gerne diese Kerzen haben möchten. Einerseits gibt es diesen N-Bars Down, beziehungsweise auch diesen N-Bars Up Indikator. N-Bars Up. Und hier können Sie genau das einstellen. Und natürlich mit anderen Conditions auch verbinden. Frage zur 2.7. Kann die 2.7er nicht mehr backuppen? Doch, kann sie schon. Also hier haben wir in diese Richtung nichts mehr, nichts geändert. Das gibt, geht nach wie vor. Okay, kommen wir zur Frage von Herrn Schulz. Mir geht es um eine Limit Order, die zwar getriggert werden kann, aber nicht ausgelöst wird, sondern sich dann hinter dem Kurs hinterherläuft und bei Rücklauf ausgelöst wird. Das haben wir, ich weiß schon, was gemeint ist. Das haben wir im Agena Trader im Moment noch nicht. Das ist aber geplant für eine, Future Release, für eine zukünftige Release, die wir rausgeben werden. Im Moment, ich kann es aber noch nicht sagen, wann die wirklich drinnen ist. Ich weiß, es steht auf unserer Entwicklungsliste. Wir haben aber im Moment mit Optionen und so weiter relativ viel zu tun, damit, dass wir uns, das muss natürlich im Agena Trader Plus umgesetzt werden. Und das haben wir im Moment noch nicht drinnen. Ist aber bereits ein geplantes Feature und wird irgendwann mal kommen. Agena ist ein tolles Teil. Vielen Dank, Michael. Freut mich. Ich sag mal, programmieren kann man es jetzt natürlich schon über eine Strategie, aber eingebaut, ich weiß, das ist, steht auf der Liste. Ja, nochmal zum zurückzukommen zu den mit der Trading Limit Order ist geplant. Jens, ja, ist gelöst. Also das Laden der COT-Daten funktioniert vor 14 Tagen Thanksgiving-Wochen. Am Wochenende, da hatten wir Probleme mit, mit den COT-Daten. Grundsätzlich hat die COT nicht hochgeladen und es hat dann mit der CFTC, wir wissen nicht, was hier genau passiert ist, aber die CFTC hat mehrere Server
wo diese Daten runtergeladen werden. Und es hat einen, es dürfte einen Server gegeben haben, da waren die Daten nicht korrekt. Und das haben bestimmte Leute, es waren nicht viele, wir konnten es auch von 10 Rechnern auf einem dann nachvollziehen, dass wir ein korruptes CRD-Datenfile runterbekommen haben. Wir haben bei der CFTC angefragt, die konnten uns da auch nicht weiterhelfen. Ich weiß, aber wenn das immer noch das Problem ist, dann muss ich bei uns Rückfrage halten, ob das auch andere User gemeldet haben. Aber eigentlich sollte es jetzt behoben sein. Zur Frage, kann ich einen MD4-Indikator im AD benutzen? Nein, Sie müssen ihn umprogrammieren. Das heißt, man kann ihn über unseren Agena-Script nachprogrammieren, aber man kann ihn nicht eins zu eins wiederverwenden, weil die Logik, es gibt, die Programmiersprache ist eine andere. Und Michael zur Frage, und wenn wir den Farbumschwung von grün rot noch einfügen und wenn wir den, okay, das wird zweimal, ja, im Awesome Oscillator ist es genau, auch ist es programmiert, das sieht man drinnen, wie das funktioniert, der Farbumschwung zwischen rot und grün. Einfach reinschauen in den Source Code, da hat man dafür zwei unterschiedliche Datenserien. Deswegen haben wir auch diesen, gehen wir hier nochmal auf den Awesome Oscillator. Wo ist der? Genau. Dafür gibt es hier bei den Ausgaben den AO, den AO- und den AO+, um genau diese unterschiedlichen Farbgebungen darzustellen, dass man hier genau diese Dinge hier auf unterschiedlichen, da kann man eine Datenserie auf Rot stellen und die andere Datenserie auf Grün stellen. Und genau darüber, da drinnen ist genau dieses Beispiel auch, wie man hier genau diese unterschiedlichen Farbgebungen auch zustande bringt. Das heißt, einfach diesen Awesome Oscillator machen wir nochmal kurz auf im Scripting. Strategienprogrammierung Indikator Awesome. So, haben wir jetzt hier offen. So, gut. Und da sieht man, wie das gelöst ist. Dass wir hier den AO- den AO+ haben. Und der AO- hat Rot und der AO+ hat Grün als Farbe. Und das ist eben genau in unterschiedlichen Datenserien gelöst. In der Programmierung drinnen. Und man gibt einfach nur den Wert dann in den, zum Beispiel in den AO minus, wenn er wirklich zutrifft. Ansonsten ist er 0 und dann wird er hier nicht angezeigt. Das ist jetzt schon relativ tief in die Programmierung hineingehend, aber nur, dass man das hier versteht, hier haben wir genau die Möglichkeiten, beziehungsweise hier sieht man relativ gut in diesem Oszillator drinnen, wie man es schafft, dass man in einen Indikator unterschiedliche Farbgebungen hineinbringt. Einfach reinschauen, ein bisschen rumspielen, dann wirst du es sicher auch sehen, wie das funktioniert. Frage, ich suche nach einem Abstandsmesser vom letzten Hoch bzw. Tief für eine weitere Bearbeitung. Ich hatte den Support auch schon angeschrieben. So, dieser Abstandsmesser, den haben wir schon drinnen. Und zwar gibt es diesen, wie heißt der jetzt geschehen? Chart-Distanzmesser, genau, der hier. Das heißt, hier kann man den einstellen, kann dem unterschiedliche Werte zuordnen und sehe das dann, wie viele Kerzenunterschied, was der Preisunterschied, Betragsunterschied und so weiter, Prozentunterschied drinnen ist.
Das heißt, das ist hier grundsätzlich mal in diesem Chart Distanzmesser gegeben, den Sie hier im Chart anwenden können. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Also nochmal, Zeichenobjekte und hier Chart Distanzmesser. Und hier können Sie dann mehr oder weniger im Chart Ihre Distanzen von einem Hoch zu einem Tief auch geben. Vielleicht auch noch hier hinzuweisen, ist das hier drinnen? Ah, der hat keinen Magnetizer. Hier kann man, Moment mal, nein, der ist, nein, hier, den muss ich hier selber, das sehe ich gerade, da haben wir ein kleines Verbesserungspotenzial, dass man hier mal einen Magnetizer einbaut, der sich automatisch das Hoch und Tief sucht. Das haben wir bei dem nicht drinnen, aber das müssen wir aktivieren. Das schreibe ich mir gleich auf, hilft dann auch weiter. Immer wieder gut, wenn man mal so ein Webinar hält, dann sieht man auch das eine oder andere Verbesserungspotenzial. Gut. Gibt es ein Trading-Journal mit automatisiertem Risk-Money-Management? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie Sie das meinen, Herr Woland. Das geht eigentlich, so wie ich das verstehe, ist das nicht ein Trading-Journal, sondern eigentlich ein Portfolio-Management-Sache, oder? Das Risk-Money-Management wende ich ja immer im Forward-Trading an und nicht im Backtesting. Ich nehme mal an, aber das haben wir nicht so in dieser Art. Also im Trading-Journal kann ich mir sehr gut auswerten, was man in der Vergangenheit gehandelt hat. Hier haben wir drinnen das Trading-Journal. Ich nehme mal an, das kennt man. Hier haben wir sehr viele Auswertungsmöglichkeiten. Macht jetzt keinen Sinn hier, dass ich hier etwas mache, weil ich das hier eine jungfräuliche Plattform ist, wo keine Trades drauf sind. Aber hier haben Sie alle Möglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten, um sich hier Ihr Trading mehr oder weniger auswerten zu lassen, das in der Vergangenheit passiert ist. Aber nicht jetzt mit Risiko-Money-Management Auswertungen. Sie können natürlich GNV anzeigen lassen, Prozent im Betrag und so weiter, sehr viele Dinge. Gibt es eine Möglichkeit, im 1-Minuten-Chart die entsprechende 5-Minuten-Kerze im Hintergrund anzuzeigen? Das haben wir als Premium-Indikator. Und zwar das sind die MDF-Boxes. Das heißt, das ist die Möglichkeit, dass man sich in einem 5-Minuten-Chart oder im 1-Minuten-Chart die 5 Minuten anzeigen lässt. Das ist im, Moment mal, Markttechnik-Standard-Paket drinnen. Wenn Sie das haben, dann haben Sie auch diese MDF-Boxen und die können Sie dann mehr oder weniger auswählen und können hier einstellen, welche Zeiteinheit Sie verwenden möchten. Und die bleibt natürlich dann immer gleich, je nachdem, in welche Zeiteinheit Sie gehen. Das heißt, hier haben Sie diese MDF-Boxen, die man hier auswählen kann und einstellen kann, was man gerne sehen möchte, Farbgestaltungen und so weiter. Relativ umfangreich die Möglichkeiten, die diese MDF-Boxen hier bieten. Herr Hirsch, vielen Dank für die positiven Worte. Freut mich sehr, wenn wir positives, gutes Feedback bekommen. Ja, wir bemühen uns, wir versuchen immer wieder neue Features reinzubringen in den Agina Trader. Und ja, haben jetzt mal so ziemlich den größten Teil, der immer wieder angefragt wird, mal umgesetzt. Und es wird immer wieder Neuigkeiten, Verbesserungen
Improvements geben, die wir einbauen in Zukunft. Der Abstand zur Frage, ist der Abstandsmesser auch in der Condition anwendbar? In der Condition selbst nicht. Man kann in der Programmierung, im Machina-Skript, kann man Zeichenobjekte ansprechen. Das heißt, Sie müssen dort wirklich programmieren können, um den, das lässt sich auch in den Condition, lässt sich in den Conditions nicht. Lassen Sie mal nachdenken. Was Sie in den Condition Escort, im Condition Escort machen könnten, ist, die Abstandsmessungen, wenn Sie die Werte wissen, über die Max, Min-Serien, lassen Sie mal nachdenken, Max-Min-Serien, ja, über die Max-Min-Serien können Sie annähernd das zustande bringen, dass sie hier Max-Serien auf die High-Datenserien und über die Low-Serien. Da bräuchte man das konkrete Beispiel, um das wirklich zu schauen, ob so etwas im Condition Escort geht. Es geht auf jeden Fall, dass man Abstände messen kann im Condition Escort. Man muss aber hier das konkrete Beispiel haben, damit es auch Sinn macht, das zu erklären. Ah, okay. das heißt, Sie meinen das hier, dieses Tool, das ist der, okay, zur Frage off-topic, was heißt das Tool in der Taskleiste, welches Down- und Upload-Rate anzeigt? Lassen Sie mal schnell, was ist das? Genau, das ist der Net Serious Bit Net Balancer heißt der. Den gibt's kostenlos runterzuladen, SeriousBit Net Balancer, und dort haben Sie dieses Tool, das Sie runterladen können. Herr Kronert, wie kann ich Take Profit 1 und Take Profit 2, 3 automatisch einfügen? Sie meinen im... AT++, nehme ich mal an. Kann das sein? Das heißt, um hier reinzuschauen... Ich vermute jetzt nur mal, dass diese Frage damit gemeint ist. Wir haben ja den AT++ Manager. Setup. Immer hierher auf Standard. So. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das gemeint ist, aber wir haben heute ja wo wollen wir das hingeben? Na, okay. Wir haben ja heute diese Signale hier programmiert. Die finden Sie natürlich auch im AT++ Manager, im Setup Manager, und können sich daraus auch ein komplettes Setup basteln. Ist natürlich ein eigenes Webinar wert, hier drüber das zu erklären. Das werde ich natürlich irgendwann mal auch einfügen, als wirklich Erklärung, wie man jetzt ein Signal dann in ein Setup umwandelt, aber nochmal kurz herzuzeigen. Wir haben hier ein Signal heute programmiert, das ist das RSI Long. Wir können hier auswählen, genau das hier, welchen Stop. Sie sehen hier drinnen alle Stop-Methoden, die Sie zur Verfügung haben, beziehungsweise alle Target-Methoden, die Sie zur Verfügung haben.
und Sie können hier drinnen dann auswählen, welchen Stop Sie als Initialstop verwenden möchten, welchen Hardrail-Stop Sie verwenden möchten, welchen Softrail-Stop Sie verwenden möchten und welches Target. Und hier weiß ich nicht, ob Sie das meinen, aber genau hier, wenn Sie hier einfügen, Multiple Risk 2 Levels, dann haben Sie genau dieses Signal hier oder dieses Signal mit einer kompletten Strategie verbunden, bekommen dann, wenn immer dieses AORSI Long zutrifft, ein Setup in den Markt gestellt, der genau nach diesen Kriterien hier aufgestellt ist, auch das Risiko automatisch berechnet wird. Und damit bekommen Sie, schauen wir mal, ob man irgendwo dieses Signal, genau, und das kommt nämlich auch dazu, sobald Sie jetzt dieses Signal hier drinnen aktiviert haben, wird es Ihnen auch hier angezeigt. Das heißt, Sie bekommen hier diese Signale. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo hier drinnen diesen AO, das ist nicht gekommen, da haben wir auch nicht, würde eines dieser Signale, die wir heute programmiert haben, hier drinnen auftauchen, dann würden Sie das hier sehen. Aber nur, was wir jetzt gemacht haben, und zwar jetzt auf ein anderes Signal jetzt bezogen, das heißt, wir haben, schauen wir uns das nochmal kurz an, AT++ Manager, Sie haben jetzt um ein Signal eine komplette Strategie gebaut. Wir sehen das jetzt, schauen uns das an für das MACD Crossover, das jetzt hier aufgetaucht ist. Schauen wir uns das an, Crossover Long. Hier haben wir grundsätzlich eingestellt ein bestimmtes Signalverhalten bzw. ein bestimmtes Stopverhalten, wo man sagt, wir verwenden als Initialstop den ADR, als Hardware-Stop den ADR, keinen Software-Stop und ein Multiple Risk 2 Levels. Und um das jetzt hier in das Chart zu bekommen, ist, wir klicken hier drauf, Doppelklick und bekommen genau dieses Setup, das wir hier eingestellt haben. Wie gesagt, das hier ist alles Andromeda-Funktionalität, bekommen wir hier eingestellt. Das ist genau diese Ausprägung, das heißt, das Risiko automatisch berechnet, der mögliche Verlust automatisch berechnet, der mögliche Gewinn hier automatisch berechnet, mit zwei verschiedenen Targets hier bereits voreingestellt. Das heißt, wann immer Sie jetzt eines dieser Signale bekommen, brauchen Sie nur im Agena, aber das, wie gesagt, ist ein eigenes Webinar wert, hier draufklicken, Sie sehen, okay, dieser Wert, diese GIBA, hat jetzt im Moment ein Signal gegeben, ein MACD-Signal. Ich klicke hier drauf und habe automatisch mein Risiko bzw. meinen Trade hier eingestellt. Das ist natürlich ein Demokonto hier. Und klicke hier drauf und grundsätzlich ab diesem Zeitpunkt können Sie automatisch traden. Das heißt, es war ein kleiner oder halbautomatisch traden. Das war ein kleiner Vorgriff in Richtung, was kann man dann mit Signalen machen. Darauf werde ich nochmal eingehen in einer der nächsten Webinare dann. Backup-Pfad, okay, den kann man sich herausfinden, und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel das Restore machen möchte, das heißt hier drinnen der Backup-Pfad, ganz einfach, wo sind wir jetzt, nach Haupt, Backup, das heißt Wiederherstellen, Restore, wir gehen hier auf Wiederherstellen. Und das schaut jetzt in der 2.7 ein bisschen anders aus, aber hier grundsätzlich das, was man hier sieht, das ist auch in der 2.6 drinnen. Und da sieht man, wo die Backups liegen. Das heißt, das ist hier der Backup-Pfad und da sieht man, wo die Backups herausgezogen werden. Und hier sieht man ganz einfach die verschiedenen Backups. Vielleicht als Vorgriff zur 2.7, da haben wir auch die archivierten Versionen drinnen, die wir grundsätzlich bei uns auf den Server stellen. Das heißt, hat man kein Backup gemacht, möchte aber auf eine alte Version oder was auch immer zurücksteigen, so hat man hier die Möglichkeit, dann archivierte Versionen sich runterzuladen und muss nicht mehr auf unsere Webseite gehen.
Das heißt, das ist auch ein neues Feature, das wir eingebaut haben in der 2.7, um genau um diese Rückstiege auf eine Vorversion, aus welchen Gründen auch immer man die machen möchte, hier zu erleichtern. Einerseits auf die eigenen Backup-Versionen, andererseits auf unsere archivierten Versionen. Fein. Okay, dann werden wir auch mit den Fragen durch. 1,5 Stunden. Ich glaube, war wieder viel Information dabei. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Probieren Sie, das eine oder andere Signal sich vielleicht selbst zu programmieren. Wenn Sie daran scheitern, wenn Sie es nicht schaffen, es zu programmieren. Hier, wie gesagt, habe ich auch diese Webseite, auf die ich nochmal kurz hingehe. Da können Sie vielleicht dort und da versuchen. Moment mal, wo habe ich das hingegeben? Genau hier. Das ist die Forex Trading Strategies4You.com. Hier gibt es eine Menge von verschiedenen Signalen drauf, die Sie sich anschauen können, wo auch wirklich genau beschrieben ist, wie die in den verschiedenen Schritten, was genau das Regelwerk dahinter ist. Und genau darüber werden wir auch in Zukunft immer wieder das eine oder andere Signal hier aussuchen und versuchen, genauso wie heute, das gemeinsam zu programmieren. Und wie gesagt, im Nachgang werden dann diese Signale auch hochgestellt bei uns auf den Channel noch einmal hinzuweisen. Wir würden uns freuen, wenn hier ein bisschen mehr an Information, an Signalen, an Indikatoren und so weiter reinkommt, weil hier genau können dann die Leute oder unsere Trader untereinander sich weiterhelfen, Ideen austauschen, gegenseitig Hilfe leisten in der Programmierung und so weiter, dass man hier weiterkommt. Also genau dafür ist dieser Channel hier gedacht. China's Bit Community auf Traders Yard, bitte reinschauen, bitte versuchen, hier das eine oder andere umzusetzen. Und hier, je mehr hier drinnen los ist, desto mehr Leute werden reinkommen und man kann sich hier besser gegenseitig austauschen und auch wirklich gegenseitig weiterhelfen. Fein. Dann Signal vom letzten Mal werde ich auch hochstellen. Ja, machen wir. Ist es auch möglich, eine Frage noch, ist es möglich, andere Datenfits auf die Webseite der genannten anzubinden? Nein, wir müssen da immer ein API dorthin programmieren, relativ aufwendig, und das ist immer das, was wir auf unserer Webseite anbieten, kann auch angeschlossen werden. Das heißt, CTS hat wieder eine eigene Schnittstelle, die China-Trader nicht versteht, und die muss relativ aufwendig programmiert werden. Und wenn wir sehen, dass wir viel Nachfrage bekommen, die größte Nachfrage in dem Bereich ist eigentlich in Rhythmic und CQG gegeben, dann programmieren wir das, dann stellen wir das auch zur Verfügung. Über CTS haben wir bis jetzt noch keine Anfrage leider bekommen. Okay, fein. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann irgendwann im Jänner. Ich wünsche Ihnen auch noch gesegnete Weihnachten, einen guten und gesunden Rutsch in ein Jahr 2020. Wir stehen ja kurz vor Weihnachten, kurz vor Jahreswende. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr gesund und munter wieder bei der nächsten, wie programmiere ich mein bestes Handelssignal, Veranstaltung. Schönen Abend und bis bald.